Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Folgende Meldungen für Sie heute. Prem ruft zur Demonstration für zukunftsfähige Bildung und Politik auf. Trampolinspringen, das gilt es zu beachten. Und das Wetter bleibt frühsommerlich warm. Am Freitagnachmittag ruft die Plattform für Reformpädagogik und mehr, kurz Prem, in Bregenz zur Demonstration für zukunftsfähige Bildung und Politik auf. Mitgehen, mitreden ist das Motto. Details zur Demonstration gab Prem am Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz in Bregenz bekannt. Eine gute Bildungspolitik ist der Garant für eine funktionierende Gesellschaft. Soziale Kompetenz, Integrität und gesellschaftliche Orientierung sind nur einige Fähigkeiten, die schon ab der frühesten Jugend in Schulen vermittelt werden. Die Vorhaben der Regierung, die in der Bildungspolitik nun eher auf Segregation als Integration setzt, nahm das Elternnetzwerk Prim zum Anlass, eine Aktion ins Leben zu rufen. Nach der Regierungsbildung letzten Herbst hat uns und auch viele andere, gerade Leute im Bildungs- und Sozialsystem, eine Sprachlosigkeit, Mutlosigkeit erfasst, was für Gesetze und Maßnahmen die demokratisch gewählte Regierung jetzt so ratzfatz umsetzen wird. Deutschunterricht für Kinder mit Migrationshintergrund, aber auch die Inklusion von Kindern mit Behinderung sind Kernthemen, denen höchste Beachtung geschenkt werden sollte. Es werden vor allem diese Deutschklassen diskutiert. Und wir sind eindeutig dafür, dass es zusätzliche Deutschförderung gibt. Ja? Aber dieses Herausnehmen der Kinder aus dem Klassenverband, das halten wir für eine Aktion, die die Integration noch schwerer macht, als sie sowieso schon ist. Und das beschert uns als Gesellschaft Folgekosten und auch Folgeschäden, die wir sagen, das muss man einfach wirklich vehement aufzeigen. Mit einer kunstvollen Installation will das Elternnetzwerk Prim auf die Thematik hinweisen. Nun sei es aber auch Zeit für ein deutliches Zeichen auf der Straße. Ach, ich glaube, wir unterschätzen alle unseren Einfluss als Bürger und Bürgerinnen. Im Grunde ist Demokratie immer noch so, dass wir als souverän zu verstehen sind und die politischen Vertreter unsere Stimme in ein Parlament tragen. Viele Leute sind, glaube ich, sehr resigniert inzwischen, was extrem verständlich ist. Wir wollen nicht aufgeben, wir wollen nicht einfach zuschauen, was jetzt passiert. Wir sind vor 10 Jahren gestartet, da war die Situation vergleichsweise entspannt und wir waren damals nicht glücklich. Heute sind wir eigentlich fassungslos, wo die Gesellschaft hindriftet und wir möchten, dass möglichst viele Menschen sagen, hier machen wir nicht mehr mit. Es ist einfach Zeit, sich zu Wort zu melden. Am Freitag will man daher vor dem Vorarlberg-Museum auf dem Kornmarktplatz in Bregenz demonstrieren. Startschuss ist um 14 Uhr. Mit dabei sind auch zahlreiche Vorarlberger Organisationen, wie zum Beispiel der Landeselternverband, AKS, ARGE, Gemeinsame Schule, Vorarlberger Familienverband und viele mehr. Alle Infos auf www.prim-online.at. Nun zu den weiteren Meldungen des Tages. Unfallserie auf der 14 am Mittwoch in der Früh. Um 6.40 Uhr ereignete sich ein Unfall mit 3 Verletzten in Fahrtrichtung Bregenz auf Höhe Altach. Ein Pickup-Fahrer kollidierte laut Polizei beim Wechseln auf die Überholspur mit dem Auto eines 25-Jährigen. Beide PKWs gerieten daraufhin ins Schleudern. Eines der PKWs prallte zudem noch gegen einen LKW, der auf der Normalspur unterwegs war. Bei dem Unfall wurden 3 Personen verletzt und in die Krankenhäuser Hohenems und Feldkirch gebracht. In Fahrtrichtung Tirol kam es auf Höhe Rosenberger zu einem weiteren Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Die Überholspur war blockiert. Und Unfall Nummer 3 ereignete sich gegen 9.20 Uhr auf Höhe Klaus in Fahrtrichtung Deutschland. Laut Polizeiangaben handelte es sich dort um einen Auffahrunfall. Großauftrag für Doppelmayr. Der Vorarlberger Seilbahnhersteller baut einen Kabelliner zur Anbindung des London Luton Airports. Bis 2021 wird eine knappe 2 Kilometer lange Kabelliner-Anlage entstehen. Kostenpunkt 260 Millionen Euro.
Und Vorarlberg Spitzenreiter der österreichischen Einkaufszentren. Der Messepark gewinnt den österreichweiten Shopping Center Performance Report. Auf dem dritten Platz landet der am Garnmarkt in Götzis. Am Mittwochvormittag konnten Messepark-Geschäftsführer Burkhard Dünser sowie Bernhard Oelz von der Prisma Holding für den am Garnmarkt in Wien die Urkunden entgegennehmen. Frühlingszeit ist Gartenzeit. Bei diesen frühsommerlichen Temperaturen zieht es alle wieder nach draußen. Nicht nur Gartenmöbel werden aufgebaut, sondern in zahlreichen Gärten auch Trampoline für Kinder. Für einen sicheren Springspaß gilt es allerdings, einiges zu beachten. Egal ob klein oder groß, zum richtig Sporteln oder einfach zum Spaß haben, das Trampolinspringen erfreut sich großer Beliebtheit. Wichtig ist es hier aber auch, einige Punkte einzuhalten, um die Gefahren zu minimieren. Dies fängt schon beim Aufbau des Trampolins an. Dies sollte fachgerecht passieren und auch auf einer ebenen und nicht zu harten Fläche. Gerade bei Kindern gilt es auf jeden Fall, wachsam zu bleiben. Also einerseits möchte ich sagen, dass es für Kinder sehr günstig ist. Es trainiert die Kraft, die Muskulatur, die Gelenke, die Bänder. Es fördert das Gleichgewicht, das motorische Fähigkeit und sicher auch die Stabilisation. Das ist sehr positiv. Nur wenn Kinder spielen, sollten sie bitte nicht alleine spielen. Und man muss aufpassen, je kleiner die Kinder, umso gefährlicher. Vor allem die Kinder unter 6 Jahren sind besonders gefährdet. Und sie sollten, wie gesagt, unter Aufsicht springen. Und man sollte gewisse Dinge beachten. Es sollte ein Netz da sein. Es sollten die Gewichte der Kinder nicht zu stark unterschiedlich sein, weil es doch ganz erhebliche Federeffekte geben kann, die gefährlich sind. Sie sollten nicht zusammenstoßen. Sie sollten keine gefährlichen Sprünge machen, also keine Saltos vor allem. Und sie sollten nicht vom Trampolin auf den Boden springen, weil es sehr gefährlich ist. Und da passieren auch die meisten Unfälle, die durchaus sehr erheblich sein können. Wenn man diese Sicherheitsregeln einhält, macht Trampolinspringen zum einen richtig Spaß und vor allem tut es auch dem Körper gut. Beim Erwachsenenspringen oder beim Trainingsspringen sollte man unbedingt alleine springen, weil es sehr gefährlich ist. Einerseits Zusammenstöße im Kopfbereich beispielsweise erheblich sein können, aber auch gewisse Kräfte, die nicht zu unterschätzen sind, wenn beispielsweise der Moment ungünstig ist, wenn einer landet und einer gerade springt, dass es passieren kann, dass es zu ganz erheblichen Verletzungen kommt, bis zu Unterschenkelbrüchen. Es kommen Verletzungen vor, auch im Gesichtsbereich, auch im Armbereich und auch im Fuß-Sprunggelenksbereich natürlich, Unterschenkel. Wirbelsäule ist auch nicht zu unterschätzen. Es geht weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Die Lehrer haben österreichweit im vergangenen Schuljahr 5,3 Millionen Überstunden gemacht. Knapp 500.000 davon wurden in Vorarlberg geleistet. Im Pflichtschulbereich liegen die Vorarlberger Lehrer im Spitzenfeld. Der Rechnungshof veröffentlichte am Mittwoch 2 Evaluierungsberichte. Während das Land fast alle Empfehlungen umgesetzt hat, gibt's in den Gemeinden noch Nachholbedarf. Und einem jungen Pärchen wurde Heroinschmuggel zum Verhängnis. Für die beiden setzte es am Landesgericht Feldkirch eine jahrelange Haftstrafe. Das war der Tag für heute. Im Anschluss sehen Sie noch das Wetter. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Der Donnerstag startet wolkenlos mit Sonne pur. Tagsüber geht es mit prachtvollem Frühlingswetter weiter. Nur örtlich können dünne Schleierwolken oder kleine Schönwetterwolken durchziehen. Meist bleibt es bis zum Abend wolkenlos. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad in Klösterle und bis auf 25 Grad in Hohenems. Auf 2000 Meter hat es für die Jahreszeit ungewöhnlich warme 13 Grad und dazu gibt es starkes Tauwetter. Am Freitag sowie am Samstag geht es mit ruhigem Frühlingswetter und viel Sonnenschein weiter. Am Freitag werden im Rheintal bis zu 27, am Samstag bis zu 25 Grad erreicht. Am Samstagnachmittag bilden sich über den Bergen einzelne größere Quellwolken, es bleibt aber trocken. Am Sonntag wird die Luftmasse labiler und neben Sonnenschein bilden sich vor allem am Nachmittag mächtigere Quellwolken, die aber nur vereinzelt einen kurzen gewittrigen Schauer bringen können. Vielerorts bleibt es auch am Sonntag trocken. Am Morgen hat es um 12 Grad, am Nachmittag bis 25 Grad.